Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag der ersten Kerze, falls ihr am wirklich am Sonntag einschaltet, an dem das hochgeladen wurde. Ansonsten wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag einfach nur. Und ja, es kann dann auch schon fast wieder losgehen. Ich bin mal wieder heute nicht alleine, wie man vielleicht im Hintergrund so ein wenig entnehmen kann. Dem hintergründigen Hintergrund da. Und dementsprechend muss ich noch das Safe Word sagen. In dem Fall Etüde! So, kann losgehen. Oh, nee, das ist er nicht. Och Mann. Aha, aha, ich habe es gewusst. Ich sag da am Ende nochmal was dazu, wenn ich es nicht vergesse. Gerade ist eine solche, eine Linie. Ja, aber, oder ich sag's mal jetzt am besten, Brotrüsten ist, ja, haben wir gleich. Backen? Nein. Teilnahmslosigkeit, Depression, italienische Stadt, ist nicht Rom, ist was anderes. Auszeit ist eine Pause natürlich. Küchengerät ist mir noch nicht so ganz bekannt. Gezeitenstrom ist die Flut, nicht. Könnte auch die Ebbe sein dann. Nee, ist es auch nicht. Die meinen was anderes, okay. Brutstätte ist natürlich das Nest. Demütig, weiß ich gerade noch nicht. Urzeitwesen, Kurzwort. Das da. Brotrösten ist natürlich dann dieses hier, Toasten. Gezeitenstrom ist die Tide, natürlich. Zweiter Fall, bestimmter Artikel, ist ja klar. Küchengerät ist die Reibe. Mhm. Gesäß, Gefäßstütze ist der Stand gewesen, den man sich einsetzen lassen kann. So, dann haben wir hier die Elite als Auslese der Besten. Iranische Hauptstadt. Das habe ich ab und zu mal gehört. Also, das, ich habe das irgendwo mal gehört. Blaumann. Ein Blaumann ist doch ein... Ist so ein Oh! Genau, das, so heißt der Overall. Gerecht ist fair. Ja. Füttern ist... mal sehen. Ja, genau. Iranische Hauptstadt war Teheran. Wird ja meistens auch als Synonym für die Regierung verwendet. Teheran sagt bla 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 bla. Sacht, leicht, seicht, leicht. Huch, geht gar nicht. Dauerbestellung ist natürlich dann ein SBO, nein, ein Abo. Hohlleitung. Röhre. Röte. Ja, vertippen ist blöd bei dem Ganzen. Demütig ist ergeben. Mhm. So, halbwüchsige. Ja. Das Midgets. Nein, irgendwas anderes. Teil der Abgasanlage. Auspuff. Freibeuter ist erstmal eigentlich ein Pirat, aber hier ist der nicht gemeint. Dann nehmen wir mal. Korsar vielleicht? Huch! Ja, das K stimmt schon mal, dann ist das hier. So, sacht. Passt auch sacht wieder rein. Wow. Osteuropäer ist ein, Pole. So. Teil der Abgasanlage weiß ich noch nicht. Kadaver? Genug auf Italienisch. Weiß ich gerade noch nicht. Stadt der Liebe soll angeblich Paris sein. Ich habe gehört, da gibt es auch viel Müll. Aber Müll kann man ja auch lieben. Wenn man zum Beispiel Generation 5 Pokémon gespielt hat. Haartrockner ist natürlich dann der Föhn. Und Nähren ist das Füttern. Das haben wir auch. Italienische Stadt. Ja.
Erstmal Amersulzbach. AS. Wow, stimmt sogar. Italienische Stadt ist dann Pisa. Apathie ist die Teilnahmslosigkeit. Der Adapter gehört hier rein. Nein, warte. Das wäre es jetzt auch gewesen. Also sanft. Sanft meinen die. Halbwüchsige. Ich weiß noch nicht, was da gemeint ist. Oh Gott, akustischer Begriff ist natürlich denn der Ton. Dann weiß ich auch, was da. Teil der Abgasanlage ist. Nö, weiß ich noch nicht. Kurz für Sanitäter ist der Sani, genau. Kleine Trommel. Machen wir erstmal abnormal. Unnormal. Annormal. Ach so, das ist gemeint, ja klar. Abnormal wäre komisch gewesen. Kleine Trommel. Aas ist der Kadaver. Genug. Das wissen wir auch. Das gibt's doch nicht! Ich brauche noch drei Buchstaben! So. Vor allem, ich hab die. Bin gerade etwas schwierig. Ich bin gerade etwas überfragt mit den Halbwüchsigen. Echt? Das hatte ich schon mal? Nee. Andererseits, den Teil der Abgasanlage für den Buchstaben hier, fällt mir auch gerade nicht ein. Teil der Abgasanlage. Ich krieg das noch hin. Ich krieg das ohne. Ich meine, das sind nur noch zwei Buchstaben. Die kann ich zur Not auch raten. Kas, Kat, Kaf, Kak, Ka, Kak, Kap, nee. Kai? Nee, auch nicht. Kat. Meinen die. Ah, okay, jetzt habe ich auch den Kleinwüchsigen. Okay. Was ist denn bei einer Abgasanlage der oder das oder die Kat? Also meinen die wirklich die Kurzform von Katalysator? Okay. Gut, weil ich habe jetzt auch bei dem Wort da dran gedacht. Dann hätten sie es ja auch ausschreiben können. Naja, gut, dann begeben wir uns mal zu dem anderen Rätsel und ich mach mal wieder das Lösungswort auf meine Art. Okay, ich habe schon mal den ersten Buchstaben. Körperteil, könnte alles Mögliche noch sein. Wie hieß das? Nee, Corso ist das nicht. Begriff beim Würfeln. Ein Pärchen? Nein, ein, Buchstabenfolge auf der Tastatur ist fies. C. Ja, jetzt ist die Aktualisierung nicht das Upgrade. Aha. Also hier kommt das rein. Teil des Baumes. Äste? Nein. Stamm? Nein. Rinde? Nein. Französischer Sommer. Oh, ich weiß es gerade noch nicht. Die Autoschlange. Also erstmal hier kommt ein A rein. Das ist klar. Dann nehmen wir uns mal die 3. Liz. Okay, habe ich auch. Gucken wir mal, was die 5 ist. Okay. Umzäunung. Kartenspiel für 3 Personen ist natürlich das. Weltmeer. Ja. Okay.
Erholungszeit. Oh, ich brauche unbedingt die zwei noch. Der Rest, den habe ich. Körperteil, nee. Autoschlange ist. Ah, okay, ja, jetzt habe ich's. Da ist ein U, okay. Körperteil, aber das wäre ja eine Mehrzahl jetzt gerade, was mir einfallen würde. Haufen. Okay, ist der Stapel? Ja. Den haben wir auch. Da haben wir hier ein S und hier haben wir ein C und hier wird wahrscheinlich ein H. Pasch. Der Pasch ist das. Das Pärchen, was ich meinte, war ein Pasch. Gut. Dann haben wir hier Hüfte. Ja. Da ist ein. Nee. Geht doch gar nicht. Wenn hier ein P reinkommt. Dann wär ja der zweite. Achso, nee, doch. Es ist ein Pflaster gemeint. Okay, ich habe das Lösungswort. Hä? Hast du es auch? Okay. Wenigstens etwas, womit ich diesmal glänzen konnte. So, das Pflaster. Jetzt lassen wir das mal. Jetzt gucken wir mal, ob das auch wirklich stimmt. Die Zwiebelblume ist die Tulpe mit P hier. So, okay. So, Auslese meinen die und nicht Auswahl. Aber trotzdem. Huch. So, dann machen wir hier noch die Erde voll und Durchgang in einem Rennen. Gucken wir mal. Erstmal die Arie. Dann Sprudel. Huch. Ach. So. Lauf ist das. Trommelbespannung. Fell. Ja. So wird eine Trommel unter anderem nur gedacht. Sri Lanka, SRI, wow, ideell ist nur gedacht, ah, okay, unbescholten, Englisch Auge ist natürlich Ei, Französisch Alter ist oui, oui, irgendwas, was ich gerade nicht weiß, Weltmeer ist natürlich der Ozean. Ohne Inhalt ist da nämlich leer. Englischer Filmstar ist natürlich Liz Hurley. Warum habe ich an Liz Taylor gedacht? Hätte aber auch gepasst. Also das L wäre richtig gewesen. Elizabeth Taylor wäre mir eingefallen, aber Liz Hurley gibt es auch noch, ja. Wasservogel ist Ente. Und der Anlass ist der Grund. Die Lauge. Weiß ich noch nicht. Basis, das doch, genau. Doch. Integer ist unbescholten. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem IT-Begriff Integer. Das sind Ganzzahlen. Nordfriesische Insel. Oh, ich hasse doch die nordfriesischen Inseln wieder. Also ich kann das doch nicht. Erholungszeit ist erstmal der Urlaub. Dann die Umzäunung ist ein Gatter zum Beispiel. Ja. Die Säulenbögen. Na, hoffentlich kriegen wir das noch hin. So, Skat ist das Spiel für drei. Schaltfläche. Ja, ist eine Taster?
Könnte jetzt rein theoretisch. Scheint sogar so. Ja, ja. Aha, Arkade ist der Säulenbogen. Ja, dann ist das der Taster. So. Festung ist natürlich die Burg. Ungebraucht ist, neu. So, Flagge ist das Staatssymbol. Nordfriesische Insel. Söhr, Löhr, Böhr, Möhr, Nöhr. Ich habe gerade keine Ahnung. Röhr, Föhr. Föhr war es. Ach so, stimmt. Ja, Föhr hatten wir schon mal. Richtig. Französisch Sommer weiß ich noch nicht. Teil des Baumes ist das Geäst. Und der Haufen ist der Stapel, hatte ich gesagt. Und hier haben wir das Update. Auf einmal ist die Aktualisierung ein Update und kein Upgrade mehr. Wurde gedowngradet, das Wort Update. Also, nein. Oh, drei Buchstaben schon wieder. Die ich aber eigentlich schon hatte. Ich habe sie nur noch nicht eingetragen gehabt. Ja, nee, wirklich, weil die Autoschlange, die hatte ich mit Stau schon. Also das war einer der Buchstaben, die mir noch fehlten. Das S davon. Und der Begriff beim Würfeln war der Pasch. Das kann man alles in dem Video nachgucken. Ich schwöre, wenn du dir das morgen ansehen solltest, dann wirst du das sehen. Okay, wir haben Französisch Sommer ist eh... Wie spricht man das aus? Hm? Wie bitte? Wie? Beim Sommer auf Französisch. Été einfach... Also so wie der Außerirdische... Ich hätte jetzt so gedacht, dass das T stumm ist oder so, dass es einfach nur E heißt. Okay, wieder was gelernt auf Französisch. Sehr schön. Naja, aber wenigstens das T in dem englischen Wort für Auge ist stumm. So, hatte ich noch was in dem anderen? Wo hatte ich am Anfang was gesagt? Ach so, ja, Ares, jetzt griechischer Gott. Erst war es der römische Kriegsgott, jetzt ist es ein griechischer Gott. Das bestätigt eventuell, je nachdem, ob das Rätsel jetzt falsch liegt oder vorher falsch lag, unsere Vermutung, dass das Rätsel falsch lag. Nee, Moment. Das Rätsel lag an einer Stelle wirklich immer falsch. Also, entweder als es gesagt hat, das wäre ein römischer, weil die römische Version von Ares ist ja Mars. So meine ich, wäre das gewesen. Aber kann ja auch sein, dass die in der Zwischenzeit mal in Rom irgendeine Phase hatten, wo sie gesagt haben, gut, wir nennen die griechischen Götter jetzt so, wie die griechischen Götter waren. Und danach haben die denen ihre römischen Namen gegeben. Ich habe keine Ahnung. Und damit verabschiede ich mich dann auch. Es ist nicht mal 20 Minuten lang das Video. Tut mir leid, dass es so kurz war heute. Aber ich war wieder unter Zeitdruck. Ich musste ja knapp verlieren. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.